komplett in die Richtung. So. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Bioshock Infinite. Part 7 ist das jetzt. Weil ich hab bei den zwei Parts so vergessen. Ich hab bei 4, dann 6, dann 7 eingegeben. Also das ist jetzt der 5. Also das sind wir jetzt da jetzt. Ich werde den jetzt erst 8 mit ausgehen. Erwischt. Ich will kurz gucken, was hat meine Waffe. Ich hab nichts entdeckt. Danke. So. So. Kammerdank. Da. Das ist doch gerade auf. Aha! So, das ist mir Ruhe da angesagt. Ich brauche Money. Okay, alles ist gut, okay. Geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Das ist keiner von uns. Weiter. Oh nö. Was? Danke. So. Nein, ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Freund in der Stadt. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Er hält mit dieser Box Populi.
Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Okay. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Thank you.
Ich muss da durch. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Ferne. Okay. Alter. Funkt wieder actionreicher. Okay. Gut, man nehmen wir mal gerne mit. Ich habe nicht. Boah, da. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. So. Und los. Und los. Dir reden? Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Ja, super. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker DeWitt starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder... ein Geist. Mein Booker DeWitt war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Na super. Ja, vor ein paar Minuten der Booker. Willst du einen Ärger oder was? Hey. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Ich hoffe, man hat alles gehört. So. So. Echt? Dieses olle Schloss? Bitte sehr. Ich
Danke. Oh Gott, Alter. Hab ich ja wie. Ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man gestorben. Zurück. Also halt nicht. Wir haben halt eins verpasst, erwischt. Wieso kommst du nicht da raus? Was machst du da drin? Hör zu, ich denke, du solltest mit mir reden. Und halt nicht.
Held der Arbeit. Das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Und los. Schnell. Irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Au. Alter, das tut weh. Bist du deppert? Jo. Nach dieser Leisten würde ich den Part kurz ausschalten. So, bis zum nächsten Part.